In diesem Video erfährst du, warum du einen Beckenschiefstand hast und wie du ihn korrigieren kannst. Als erstes, welche Ursachen kann ein Beckenschiefstand haben? Drei davon kannst du nicht verändern. Und die erste ist ein anatomischer und angeborener Unterschied von den Becken selbst. Unsere rechte und linke Hälfte sind nicht unbedingt identisch. Du wirst auch merken, du hast unterschiedliche Füße, unterschiedliche große Hände. Rechts und links ist nicht gespiegelt. Und es kann sehr gut sein, dass die Form von dem Beckenkamm, von diesen Knochen, auf einer Seite anders aussieht als auf der anderen Seite. Dadurch kann diesen Knochen entweder breiter sein, weiter nach vorne gerichtet sein oder auch in unterschiedlichen Größen sein. Die zweite Ursache ist die Form von der Hüfte und die Pfanne. Je nachdem, zum Beispiel bei einer Hüftdysplasie, die einseitig sein kann, kann es sein, dass die Form von der Hüfte verändert ist und dadurch entsteht ein Unterschied von der Stellung der Hüfte mit dem Becken. Und die dritte Ursache ist eine anatomische Beinlängedifferenz. Das heißt, entweder dein Oberschenkelknochen oder deine Unterschenkelknochen sind unterschiedlich groß. Und dadurch ist das gesamte Bein größer als das andere. Stell dir mal vor, wenn jetzt meine rechte Seite länger werde, würde ich automatisch eine Unterschiede von meiner Beckenkämme haben. Weil das Bein insgesamt einfach größer ist und dadurch entsteht eine Differenz an dem Beckenkamm selber. Und das Becken wirkt schief. In den zwei ersten Fällen kannst du nicht wirklich vieles tun. Das ist deine Anatomie und deine Besonderheit. Bei einer Beinlängedifferenz, wenn die Differenz so groß ist, kann das Tragen von Einlagen auf der kürzesten Seite helfen, das Becken wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das Wichtigste ist, diese drei Ursachen begleiten dich seit immer und die haben nie Beschwerden gemacht. Warum sollen die jetzt die Ursachen für deine Schmerzen sein? Was ich dir damit sagen will, ist, dass Abweichungen von der normalen Form nicht unbedingt Beschwerden auslösen müssen. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und wenn du dir selber beobachten wirst, ist es sehr hochwahrscheinlich möglich, dass deine rechte Seite höher ist als deine linke. Und das passiert, weil genauso wie wir rechtshändig sind, hat man auch eine Beindominanz. Das Bein, das man häufiger nutzt, tendiert einen höheren Stand zu haben. Und somit, wenn du rechtsbeinig bist, das heißt, wenn du einen Ball jetzt mit rechts schießen würdest, ist es hochwahrscheinlich deine rechte Beckenseite höher als die linke. Und trotzdem hast du keine Beschwerden. Und welche Ursachen kannst du dann beeinflussen beim Beckenschiefstand? Die allermeisten Fehlstellungen des Beckens entstehen durch das Offensichtliche, ein Ungleichgewicht der Muskelspannung. Die Muskulatur setzt an dem Becken rechts und links an und wenn da Unterschiede sind von Kraft und Dehnbarkeit, wird eine Seite aktiver sein als die andere Seite. Und dadurch wirkt das Becken schief. Und hier die wichtigste Nachricht. Der Beckenschiefstand ist nicht die Ursache deiner Beschwerden, sondern es ist ein Symptom. Wenn du die Muskulatur trainierst, hast du einen positiven Effekt auf deine Beschwerden, weil du die Ursache, das Ungleichgewicht, behebst. Und wie du das machst, zeige ich jetzt mit diesen drei Übungen. Bei der Korrektur von Beckenschiefstand geht es darum, dass du die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur und die Hüftmuskulatur gleichzeitig trainierst. Mit dieser Übung hast du eine Kräftigung von diesen drei Muskelgruppen gleichzeitig. Dafür solltest du dich auf die Seite hinlegen. Deinen Kopf sollst du ablegen auf dem Boden. Deine Beine werden jetzt in 90 Grad nach vorne gewinkelt. Du lässt die Hüfte in 90 Grad, aber auch die Unterschenkel in 90 Grad. Die obere Hand legst du jetzt auf den Boden, so direkt vor deinen Rumpf. Das gibt dir Stabilität und sorgt dafür, dass du mit dem oberen Körper nicht seitlich abweichst.
Du kannst aber auch, wenn du magst, eine Faust machen. Als erstes drückst du jetzt mit der Hand nach unten gegen den Boden und versuchst in dieser Position deine Unterschenkel von dem Boden hochheben. Du wirst jetzt merken, dass sowohl dein Rücken, Bauch- und Hüftmuskulatur angespannt sind. Bleib in dieser Position für 30 Sekunden und wiederhole die Übung 4-mal. Und jetzt ist das Wichtigste, du wiederholst die Übung auf der anderen Seite. 90 Grad Hüftbeuge, dein oberer Arm ist auf dem Boden, deine Knie sind übereinander, auch in 90 Grad, und du hebst dann die Beine vom Boden hoch. Du wirst merken, dass eine Seite dir deutlich leichter fällt als die andere. Das ist ein Zeichen dafür, dass du ein Ungleichgewicht hast zwischen rechts und links. Die Seite, die dir am schwierigsten fällt, da solltest du statt 4 Wiederholungen 6 Wiederholungen durchführen. Gefällt dir dieses Video? Und du möchtest auch aktiv etwas gegen deine Beschwerden tun? Dann abonniere den Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen mit Übungen, was du machen kannst für deine Gesundheit, um deine Schmerzen zu lindern. Für die zweite Übung brauchst du einen Ball. Es hilft auch eine Fassenrolle, wenn du gerade keinen Ball zur Hand hast. Du sollst sie auf dem Rücken hinlegen, deine Füße an der Wand, sodass du 90 Grad hast vom Kniewinkel her und auch 90 Grad an der Hüfte. Diese Position ist übrigens auch extrem gut, um zu beurteilen, ob du eine anatomische Beindifferenz hast. Wenn du in dieser Position nach oben guckst und siehst, dass deine Knie in einer unterschiedlichen Höhe sind, ist es ein Indikator dafür, dass die Seite, die höher ist, der Oberschenkelknochen länger ist. Wenn du einen Unterschied merkst, und dafür muss jemand von der Seite gucken, in diese Richtung, heißt es, dass der Unterschenkel länger ist und dadurch entsteht so eine Differenz. Und nun die Übung an sich. Du bleibst in dieser Position, platzierst jetzt den Ball zwischen deine Knie, Hände auf dem Boden, und jetzt solltest du mit einer Seite, in dem Fall trainieren wir jetzt die rechte Seite. Mit dem linken Knie drückst du jetzt den Ball gegen das rechte Bein, hältst dagegen und jetzt versuche, das Knie nach oben Richtung Decke zu schieben. Wichtig dabei ist, dass nur die rechte Gesäßhälfte, das heißt das rechte Becken, darf sie vom Boden hochheben, die linke aber nicht. Bleib in dieser Position ungefähr 20 Sekunden und lass sie dann langsam wieder los. Als erstes einen Widerstand geben von links nach rechts. Die rechte Seite hält nur dagegen. Und dann das Becken, die Bauchmuskulatur aktivieren, die Adduktoren aktivieren, die Ischiomuskulatur aktivieren und du schiebst jetzt das rechte Bein nach oben Richtung Decke. Dadurch hebt sich nur deine rechte Seite von dem Boden. Die linke Seite hat aber voller Kontakt. Bleib in dieser Position für ungefähr 20 bis 30 Sekunden, bis du dann locker wieder nach unten lässt. In dieser Übung zählt vielmehr die Qualität der Bewegung, das heißt, dass du in der Lage bist, getrennt diese Drehung zu üben, als die Quantität. Und ebenfalls hier, wenn du diese Übung fertig hast, mach genau das gleiche auf die andere Seite. Das heißt, rechts drückt gegen links, deine Füße sind an der Wand und das linke Knie bewegt sich nach oben Richtung Decke, damit du dein Becken jetzt drehst. Achte darauf, dass das Hüfte, Brustkorb und das gesamte rechte Seite auf dem Boden bleibt und du hebst nur die linke Gesäßhälfte von dem Boden ab und lässt es dann wieder los. Diese Übung solltest du pro Seite 4 bis 6 Mal wiederholen. Das Wichtigste ist aber, dass du den Unterschied merkst, welche Seite dir am schwierigsten fällt.
Und genau diese Seite packst du noch 2 Wiederholungen dazu. Und nun die letzte Übung. Dafür sollst du in Vierfüßlerstand gehen. Du kannst entweder die Handfläche auf dem Boden platzieren oder auch die Fäuste. Achte darauf, dass du in allen Linien bist von Handgelenk und die Schultergelenke. Du platzierst beide Hände auf dem Boden. Deine Knie sind hüftbreit auseinander. Und die Seite, die du jetzt trainieren willst, die streckst du jetzt aus, nach hinten ab. Der Fuß auf der anderen Seite, der ist jetzt ebenfalls mit den Zehen aufgestellt. Und jetzt in dieser Position spreizst du jetzt die Hüfte auf, sodass du das Bein seitlich bewegst. Wichtig bei dieser Position ist, dass du jetzt halt nicht abweichst mit dem Rumpf. Das heißt, die Bewegung sollte fokussiert auf deine Hüfte sein und du sollst so eine Einknicken an der Taille merken. Legst das Bein seitlich ab und dann seitlich wieder zurück. Du wirst spüren, in dem Moment, wo du jetzt seitlich hierher kommst, wirst du definitiv deine Bauchmuskulatur, deine Rückenmuskulatur und ebenfalls die Hüftmuskulatur aktiv werden. Und dann wieder zurück. Wiederhole diese Übung von 12 bis 15 Mal. Und dann das Gleiche auf der anderen Seite. Hände auf dem Boden, ungefähr schulterbreit, Knie hüftbreit auseinander, Fuß wird aufgestellt, das Bein gestreckt nach hinten, seitlich weg ablegen und dann wieder zurück. Seitlich weg ablegen und wieder zurück. Achte darauf, dass du nicht mit deiner Hüfte seitlich abweichst auf dem Standbein. Damit merkst du noch stärker deine Bauchmuskulatur. 2 Serien von 12 bis 15 Wiederholungen sind meistens schon genug, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Denk aber daran, die Seite, wo du Schwierigkeiten hast, da solltest du mindestens 2 bis 3 Wiederholungen noch zusätzlich machen. Wenn du jemanden kennst, die schief durch die Gegend läuft und ständig mit Rücken- oder Hüftbeschwerden zu tun hat, dann schick ihm dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Tschüss!